In einer Welt ohne Recht auf Krankheit spielt hier unsere Geschichte. Man sagt, es wäre ein Mythos, doch in Wahrheit ist es die Realität. Corpus Delicti. Frau Holl, der Ihnen vorgeworfene Tatbestand wird Sie emotional sowie psychisch sehr belasten. Und genau das war auch bei Moritz der Fall. Trotz seiner Unschuld wurde er verurteilt. Mia, hörst du mir zu? Ja, Entschuldigung, ich war in Gedanken. Du musst dich für das Geschehen konzentrieren. Okay. Bitte sei hier und bleib hier. Okay. Mia Holl. Ihnen wird vorgeworfen, nicht systemkonform gehandelt zu haben, zudem ein Gegner des Systems zu sein. Ihnen wurde auch vorgeworfen, an terroristischen Aktivitäten teilgenommen zu haben. Ihr Urteil lautet, für unbefristete Zeit eingefroren zu werden. Frau Holl, genau wie Ihr Bruder wurden Sie jetzt auch verurteilt. Und zwar, obwohl Sie im Recht waren. Das System ist kaputt. Zuerst mein Bruder und jetzt ich? Und so fing alles an. Gehen wir ein paar Monate zurück. Moritz, du weißt ganz genau, ich will hier nicht hin. Siehst du, diese ganzen Sekten hier alles, die können Krankheiten haben. Ja, du bist ja echt... Also ich meine, das ist hier schöne Natur. Wir sind halt in Eine verbotene Zone ist das. Das ist keine Natur. Das ist ekelhaft. Das kann ich gar nicht verstehen. Du hast hier frische... Nein, du sollst die Maske nicht anziehen. Warum? Du musst mal die Luft hier genießen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich krank wäre, du bekommst richtig Ärger. Glaub ja, mir. Ja, das passiert schon. Ich hab dich jetzt nicht so. Und was ist so jetzt in deinem Leben? Erzähl mir mal bitte irgendwas wenigstens. Also es ist irgendwie etwas passiert, was ich irgendwie mit mir selbst nicht so wirklich vereinbaren kann. Ja, was denn erzählt? Es hat mich sehr schockiert, weil ich habe eine Person kennengelernt und... Warte. Welche Blutgruppe? Ich denke schon, was ist daran so schlimm? Du weißt, es ist nicht gut, wenn du eine andere Blutgruppe nimmst. Das darfst du gar nicht. Moritz, ich habe es dir schon tausendmal gesagt. Ja, aber du musst dich jetzt nicht über allem aufregen, wie dass wir jetzt gerade in so einem Schutzgebiet sitzen. Finde ich schon ein bisschen komisch von dir. Auf jeden Fall... Ich habe die halt kennengelernt gehabt über so eine App, glaube ich, und... Erzähl weiter. Ich habe die halt tot aufgefunden. Was? Moritz, hast du irgendwas damit zu tun? Ja, und das ist halt das, was mich so ein bisschen bedrückt und halt... Ich weiß nicht. Was ist denn passiert? Nein, du rauchst jetzt nicht. Erzähl mir erst mal, was passiert ist. Pack jetzt das Ding weg. Ich will wissen, was passiert ist. Ja, na gut. Was soll denn passiert sein? Ja... Ist sie gestorben? Ja, ich weiß es nicht. Da lag einfach eine Leiche. Ich dachte mir so, was soll ich denn jetzt machen? Jeder normale Bürger ruft dann halt die Polizei an. Denken die, haben sie schon Täter? Denken sie, dass du es vielleicht bist? Ja, ich hoffe mal nicht, oder? Oh Gott, haben die denn irgendwas zu dir gesagt? Nein, nicht wirklich. Oh Moritz, warum musst du immer in solchen Situationen sein? Immer! Was heißt denn jetzt immer? Oh mein Gott, nur du weil du hast schon so oft gegen die Methode verstoßen. So oft. Jetzt hab dich nicht so, nur weil ich ab und zu mal eine Kippe rauche. Nee, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Ja, wenn's... Du kannst machen, was du willst. Ich hab keine Lust mehr. Ja. Wir rufen... Okay. Ich ruf dich später an. Ja, okay. Doch was passiert nun? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich führe jetzt bei Ihnen eine allgemeine Personalkontrolle durch. Brauchen Sie meinen Ausweis? Ja, das wäre nett. Ich finde Sie ein bisschen lächerlich, ja. Erstens, was machen Sie denn hier? Spazieren, frische Luft. Warum haben Sie keine Maske? Ja, wegen der Natur. Einfach. Im verbotenen Gebiet? Ja. Was ist jetzt daran so verwerflich? Herr Holl und Herr Kramer, bitte warten Sie kurz.
Ich habe anfangs gesagt, ich führe eine personale Kontrolle durch. Stehen Sie bitte auf. Wenn es sein muss, dann schauen wir es. Schau mal in der Tasche, ich glaube, ich habe da was gesehen. Sie benutzen ein Feuerzeug. Rauchen Sie, Herr Holt? Also ich habe das Feuer jetzt nicht, um Kerzen anzuzünden. Reden Sie mit mir offen. Also ich muss Ihnen wirklich zugestehen, ich rauche vielleicht ab und zu mal ein, zwei Kippen, aber mehr auch nicht. Aber Sie wissen doch, dass das gesundheitsschädlich ist. Ja, natürlich. Gegen die Methode. Ja, also ich rauche ja auch, weil das Leben ist halt etwas zu kurz, um es nicht auszukosten, um nicht zu rauchen. Wir haben Beweise, dass Sie hier an dem verbotenen Ort waren und dass Sie berauschende Mittel zu sich genommen haben. Ich finde das jetzt ein bisschen absurd. Warten Sie, habe ich mich verhört oder ist der Name Kramer gefallen? Sind Sie es, der Journalist? Ja, natürlich bin ich Kramer. Sie werden festgenommen wegen Vergewaltigung an Sibylle. Ihre DNA wurde am Tatort vorgefunden und Ihre Sperma wurden an der Leiche gefunden. Also jetzt ganz kurz mal Sendepause, ich verstehe hier gar nichts. Wir können ihn abführen. Alles, was Sie sagen, nichts wird und kann gegen Sie verwendet werden. Also bitte halten Sie Bescheid. Nein! Sie kommen jetzt mit mir. Was soll das? Nachdem sich die Welt nur noch nach optimaler Vitalität definieren lässt, versuchten einige Menschen die Methode zu stürzen, um die normalen Naturgesetze wiederherzustellen. Ambitionen und Ideen vermischen sich. Gesetze sind die Ordnung des Lebens, sie sind vollkommen natürlich und notwendig. Wenn der Wolf seine Gefährtin verlässt, werden seine Welpen verhungern und die Blutlinie versiegt. Der Natur werden jene, die die Ordnung stören, als böse bezeichnet und zwangsläufig dafür ausgemerzt. Wie auch immer, die menschliche Gesellschaft ist zu komplex geworden, als dass die Ordnung der Natur sie alleine regulieren könnte. Deshalb müssen Menschen sich höheren Gesetzen unterwerfen, einer bedingungslosen Norm, die wie von Gott ermächtigt wurde. Ein falsches System ohne Festigkeit. Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Bertha! Hallo! Lassen Sie mich raus! Ich fasse es nicht. Es ist doch so ein Ich drehe hier noch durch. Ausgang, kein gar nichts und dann noch zur Unschuld verurteilt? Was mache ich denn jetzt? Bleibt mal eine Option. Zu zögern ist jetzt der falsche Moment. Doch nach seinem Tod setzt er ein Zeichen. Mia, wie geht es dir? Mia. Mia, dich wird Leid und Schmerz verfolgen. Die Früchte, die du davon erntest, ist die der Freiheit. Moritz? Moritz? Thank you.
wollen Sie hier? Lassen Sie mich in Ruhe. Wir geben Informationen zu dem Fall Moritzhol vor, der zu Ihren Gunsten sprechen könnte. Haben Sie eine Minute? Kommen Sie rein, schnell. Setzen Sie sich. Wollen Sie was trinken? Ein Wasser. Hier ist die Kriminalpolizei. Gündogan, mein Name, und das ist Herr Schmidt. Wir haben hier einen Haftbefehl bzw. einen Durchsuchungsbefehl. Wir müssen jetzt einmal in Ihre Räumlichkeiten reingehen und dementsprechend halt kontrollieren, ob sich hier alles auch im Rahmen hält. Wenn es unbedingt sein muss. Okay, dann Herr Schmidt nimmt die Papiere mit. Sie können sich das drinnen anschauen und er wird das jetzt durchsuchen. Schmidt, wir sehen uns dann später auf der Station. Man sieht sich. Kommen Sie rein. So. Schauen wir uns mal die Lage an. Sie werden nichts finden. Wenn Sie meinen, Frau Holm, was ist hier los, Frau Holm? Ein Durchsuchungsbefehl, keine Ahnung. Ein Durchsuchungsbefehl? Das sieht echt aus wie so ein Sauerstoll. Was steht denn da vor? Ja, keine Ahnung, ich verstehe das eh alles nicht. Zigaretten? Sogar mit einem Feuerzeug hier drin. Was machen Sie in meinem Müll? Ist das von Ihnen, Frau Holm? Nein, das ist nicht von mir. Also es ist sehr verdächtig, dass Sie sich hier in Ihrer Wohnung befindet. Ja, wieso befindet sich denn sowas in Ihrer Wohnung? Das ist gegen die Methode. Ja, aber das gehört mir nicht. Ich weiß, Sie ist es unordentlich, aber das gehört mir wirklich nicht. Bakterien? Frau Holm? Ist es etwa von Ihnen? Nein. Das ist wirklich sehr verdächtig. Nein, es gehört mir wirklich nicht. Wo haben Sie denn so ein Buch? Und was ist das hier? Das ist bestimmt ein Bakterienzüchtungskasten. Das ist verboten. Wie kann das sein, dass sich sowas in Ihrer Wohnung befindet? Das ist nicht von mir. Echt? Sie waren in meiner Wohnung. Und jetzt sollte ich auf einmal hier Sachen versteckt haben, oder was? In der Zeit, wo ich draußen war, ja. Sie können sie abführen. Das sind Nein, es genug ist nicht mir. Es gehört mir. Ich habe es noch nie gesehen in meinem Leben. Also, Herr Kramer ist ein sehr angesehener Journalist, dem es eigentlich niemals passieren würde. Lüge! Lüge! Er macht falsche Beweise überall. Das stimmt nicht. Es ist nicht mir. Das sind wirklich sehr harte Beweise. Also, ich glaube, dass ich sie erstmal mitnehmen muss, Frau Holm. Nein! Es ist nicht meine Schuld. Ich habe das nicht gemacht. Das sind nicht meine. Nein, ich bitte nicht. Ja, hier nochmal Gündogan, Schmidt, du. Sorry, dass ich jetzt nochmal störe, aber was hast du denn meine Kaffeetasse gelassen? Ich glaube, das ist gerade wirklich ein sehr schlechter Zeitpunkt dafür. Also, wir haben gerade wirklich sehr viele Beweise gegen. Ach, das sehe ich das ja jetzt. Das sind nicht meine. Ah ja, das hat Konsequenzen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Abführen, Schmidt. Das ist nicht abführen, von mir. Schmidt. Hallo, das ist nicht von mir. Nicht. Nein. Ich bitte nicht. Hallo, das ist. Herr Kramer hat das gemacht. Wo ist er überhaupt? Das kommt jetzt alles hier noch. Das ist nicht von mir. Lass mich los! Es wird dann weitergegeben. Das ist nicht von mir. Doch wie kam es zu diesem Urteil? Wie wird es so weit von zurückbekommen, dass sie methodenfeindlich ist? Ja,
ein paar Monate später. Wir beginnen mit dem Prozessstart gegen Mia Holl. Strafverteidiger, bitte fangen Sie an mit Ihrem Anfangsplädoyer. Ich möchte erst einmal erwähnen, dass meine Mandantin ungerecht behandelt wurde. Hier spielt vor allem Heinrich Kramer eine große Rolle. Es wurde auch vorgefunden, dass Mia Holl terroristische sowie methodenfeindliche Handlungen und Aktivitäten durchgeführt hat. Und wir werden in dem heutigen Gerichtssaal auch vorlegen, dass Mia Holl unschuldig ist. Liebe Geschworene, wir befinden uns im Prozess Start gegen Mia Holl. Ich habe einen Kronzeugen, der hier die ganze Sachlage aufklären wird und natürlich die Beschuldigungen des terroristischen Aktivitäten auf jeden Fall auch bezeugen wird. Und das ist der Kramer und ich rufe ihn jetzt zum Zeugenstand. Also, nennen Sie bitte Ihr vollständigen Namen für das Protokoll. Heinrich Kramer. Heinrich Kramer, okay. Also, Sie haben an einem bestimmten besagten Tag Mias Räumlichkeiten bzw. Mias Heulräumlichkeiten besucht. Stimmt das? Das stimmt. Wie waren die Räumlichkeiten? Unhygienisch und... Fahren Sie bitte fort. Hier im Gericht muss man eine gewisse Ernstigkeit zutage legen. Also bitte fortfahren. Wie waren die Räumlichkeiten? Unhygienisch und unordentlich. Wie kann man das verstehen, unhygienisch? Was haben Sie denn vorgefunden, dass Sie das so betätigen können? Überall komplett voller Schmutz und gar nicht aufgeräumt. Okay, also haben Sie auch irgendwelche Beweise gefunden, die als Terrorismus oder ähnliche Aktivitäten gelten können? Da waren ja zwei Beamte dabei, das war ja der Gündogan und der Schmidt. Die haben ein paar terroristische Aktivitäten feststellen können durch Beweise mit Bakterienzüchtung. Okay. Okay. Herr Kramer, sind Sie der Überzeugung, dass Mia Holl genauso schuldig ist wie Ihr Bruder Moritz Holl? Zu 100%. Einspruch zu spekulativ. Genehmigt. Streicht die letzten Sätze aus dem Protokoll. Herr Kramer, in Wirklichkeit sind Sie der Schuldige. Ich zeige jetzt dem Gericht, was die Wirklichkeit ist. Die Staatsanwaltschaft hat sich die Beweise zum Fall Mia Holl angeschaut und es ist herausgekommen, dass Herr Kramer schuldig ist. Dennoch stehen zu Mia Holl noch andere schwerwiegende Fälle da. Hier ist ein Anruf für Sie von ganz oben, Herr Richter. Danke. Hallo? Dieser Anruf hier ist von ganz oben. Alle Anklagepunkte im Fall Mia Holl werden fallen gelassen. Die wird für unschuldig erklärt. Wartet, Mia Holl ist unschuldig. Alle Anschuldigungen an Mia Holl werden jetzt aufgehoben. Einige Monate sind vergangen und die Methode liegt am Boden. Mia Holl hat durch ihre einzigartige, unabhängige Aura weiterhin an Anhänger gewonnen, mit denen sie die Methode in die Enge drängt. Die ganze Zeit über war die Frage Anpassung oder Widerstand. Mia Holls letzten Worte an dem Tag nach dem Gericht waren: Am Anfang war ich für die Methode. Ich habe mich für sie angepasst. Doch jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe mich widersetzt der Methode und ich habe gesehen, es war richtig. Die Methode ist falsch. Sie sollte nicht existieren. Outtakes. Cup one. Ja, ich muss Warte kurz. Mia Holl ist unschuldig. Ich sitze da. Ich muss sagen, Sie sind mir hier zu verdächtig. Das soll Hi, was geht? Wie geht's dir wohl da? Dann sagst du, ich kontrolliere sie. Hier spielt vor allem Heinrich Kramer eine große Rolle. Ja, hier machen wir Pause.